So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben richtig Winter, ja, ungefähr so 25 Knoten. Momentan fahre ich Achterlichter raus um die Inselabdeckung. Und dann werde ich am Windkurs starten Richtung Dubrovnik. Ich werde nicht nach Dubrovnik heute fahren. Ich habe ungefähr 9 Stunden Fahrt vor mir. Also ungefähr eine halbe Tagestour von Dubrovnik entfernt. Ja. Und da habe ich gestern übernachtet. Sieht man vielleicht noch den kleinen Ort da. Ja, und es wird gesegelt. Ist das herrlich. Kein Motorgeräusch, ein Traum, ich sag's euch leider. Yes. Puh, aber anstrengend als alleine, das Segel. Ich fahre noch mit Mickey Maus Reef. Aber anstrengend als alleine. Bist du deppert? Nachdem das mein Ankerwindchen nicht geht, ist es nicht so lustig, wenn du 25 Knoten von vorne hast. Ne? Du kannst immer nur einkuppelt losfahren und dann schauen. Gott sei Dank habe ich nicht so eine Tiefe gehabt. Ich habe meinen Anker auf 3 Meter geschmissen, das geht noch. Nicht auszudenken, wenn du da so 15 Meter Tiefe hast und 30 Knoten Wind von vorne und dann musst du die Ketten aufziehen. Na, Gratulation, und das alleine. Na gut, ich muss da ein bisschen was arbeiten, weil das funktioniert nicht so. Trimmen! Nun war es aber langsam an der Zeit, Kroatien den Rücken zu kehren und Meilen zu machen. So raste ich am Wind mit bis zu 7 Knoten Fahrt Richtung Dubrovnik. Kennst du das auch, liebe Segler? Zuerst geht so richtig die Party ab, dass du glaubst, reffen, reffen, reffen. Und du musst reffen, reffen, reffen. Und auf einmal fallen die Segel ein und das ist Katastrophe. Alter, schaut mal meine Haut an. Das ist, da ist abgegangen hey, früher, das ist brutal. Boah, echt Sache, Partie. Aber dafür ist jetzt wunderschön, schaut euch das mal an, es ist nicht der Traum da. Wahnsinn, oder? Ich näher mich dem Ziel. Guten Morgen von der vorletzten Insel da in Kroatien. Ich bin schon ungefähr 1,5 Stunden vor Dubrovnik und habe mich da gestern auf diese Insel da reingehaut. Das ist so ziemlich die einzige Ankermöglichkeit, was es gibt. Und in dieser Richtung liegt Dubrovnik. Das heißt, ich habe ungefähr noch 1,5 Stunden bis Dubrovnik. Ich werde nicht reingehen in die Stadt, weil wenn da die Kreuzfahrtschiffe kommen, gell, das schlagt mich. Ich werde schauen, dass ich einen geilen Panoramaflug mit meiner Drohne drüber machen kann. Und dann nach Kaftat zum Ausklarieren fahre. Weil ich will heute noch nach Montenegro fahren, nach Kotor und dort einklarieren. Ich hoffe, dass das alles so hinhaut. Ich habe das noch nie gemacht, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber was soll passieren? Keine Ahnung. Ja, aber ich freue mich, dass das Kapitel Kroatien endlich abgeschlossen ist. Ich stehe vor den Toren von Dubrovnik. So weit habe ich es geschafft bis jetzt, Alter, taugt mir voll. Ja, jetzt habe ich einen richtig geilen Panoramaflug gemacht über Dubrovnik, aber wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr meinen Kanal abonnieren und das nächste Video schauen. Yes!
die letzten zwei kroatischen Inseln. Und hier liegt Kaftat. Da werde ich jetzt einmal versuchen auszuklarieren. Habe ich noch nie gemacht. Kann nicht so schwer sein, oder? Meine Dokumente habe ich alle zusammen. Boah, bin ich so aufgeregt. Bye bye, Croatia. Hier sind meine Papiere, meine Flagge. Das erste Mal in meinem Leben die scheiß Flagge montieren. Und endlich kommt die kroatische runter. Yes! Ich habe ausklariert. Yeah! Jetzt gibt es nur noch mich und das Meer. Oder so ähnlich. Doch meine Stimmung hielt nicht lange. Die Grenzpolizei hat mich kurz vor der Grenze zu Montenegro aufgehalten und meine Papiere gecheckt. Ich habe nur im Hafenamt ausklariert und nun fehlte der Stempel der Polizei. Ich musste ungefähr 200 Euro Strafe bezahlen und leider wieder über 4 Stunden zurück nach Kaftat fahren, um den Stempel abzuholen. So, eigentlich war ich schon kurz vor Kotor, meine Freunde. Ich habe ausklariert heute am Vormittag hier in Kaftat. Ja. Und kurz vor Kotor, also glaube ich 1,5 Stunden, hat mir die Polizei aufgehalten. Ich habe zuerst gedacht, wegen meiner Drohnenaufnahmen. Dem war nicht so, sondern wegen eines Stempels, was gefehlt hat. Weil man muss zuerst zur Polizei gehen. Ja. Da kriegt man dann einen Stempel und dann kann man zum Hafenamt ausklarieren. Ja. Zu mir hat die Puppen im Hafenamt gesagt, ist alles erledigt, enjoy your time in Montenegro, für mich war das erledigt. Habe ich leider nicht gewusst, kannst nichts machen. Jedenfalls habe ich jetzt 4 Stunden zurück motoren müssen, gegen Wind und Welle an. Es war überhaupt nicht schön, meine Freunde, ich sag's euch, aber kannst nichts machen. Und jetzt dann muss ich den direkten Weg nach Kotor fahren. Da seht ihr meine Perle. Oh, ich bin fix und fertig, ich komme heute wahrscheinlich um 4 Uhr oder so am Land. Bah. Aber jetzt verlasse ich wirklich Kroatien, weil der Polizist hat die Anweisung gekriegt, dass er unbedingt da bleiben muss, solange ich noch da bin. Ja, jetzt hat er endlich Feierabend. Ahoi, meine Freunde. Ich bin immer fast 5 Stunden zu fahren und jetzt muss ich tanken. Da ist ein geiles Teil, ja. Seht ihr meinen Dieselkanister? Ich kann leider jetzt nicht pumpen, weil die Kamera alles in der Hand hält. Ne? Aber das kann man während der Fahrt machen. Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, wenn der Sprudel ausgeht, ne? In der Nacht. Dann kannst du es entlüften und alles Mögliche. Das brauche ich überhaupt nicht. Ja. Juhu! Guten Abend. Endlich bin ich angekommen. Es ist 3 Uhr morgens. Da habe ich mich herpackt, der Scirocco. Es ist da niemand, keine Ahnung, die schlafen alle. Da ist alles verriegelt, die kommen nicht aus. Ist mir egal, jetzt geh pennen, ich bin saumüde. Wenn sie was wollen, müssen wir schon aufwecken irgendwann einmal. Ahoi. Ich möchte euch noch schnell sagen, wo ich meine Stirnlampe her habe. Die ist von der Firma Alien Scout. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung rein, weil die ist megamäßig geil. Die kostet so um die 30 Euro, glaube ich. Die habe ich jetzt seit über einem Jahr, ja, und habe noch nie die Batterie gewechselt. Hat Rotlichtfunktion, weiß, wirklich starken Strahl, gell. Ja, echt mega, also ich bin sehr zufrieden mit denen. Also, falls ihr auch sein Gadget braucht, so ein Boot, schaut mal rein. Nice place. Wie lief der gestrige Tag? Wie lief der heutige Tag? So, besser gesagt. Um 7 Uhr ist der Polizeiofficer gekommen, ja, und hat mich aufgeweckt. Dann bin ich frühstücken gewesen, war echt lässig. Und jetzt habe ich die ganzen Einklarierungsformalitäten hinter mir. Jetzt habe ich nach ein paar Stunden endlich einmal eine Montenegro-Flagge gefunden. Die kann ich jetzt dann einmal hissen. Zwischen war ich schon einkaufen. Ja, es ist sehr heiß da, aber auch voll lässig. Gell? Extrem billig. Was heißt extrem? Also
Ja, im Vergleich zu Kroatien auf jeden Fall. Wie schaut mein Plan aus für die kommenden Tage? Heute oder morgen werde ich mal anfangen, die Ankerwinsche auseinanderzubauen. Und vielleicht kriege ich da noch Teile. Und ich werde ungefähr eine Woche hier bleiben. Und zumindest habe ich mal eingecheckt oder die Papiere für eine Woche ausstellen lassen. Solange es mir da taugt, bleibe ich da, hätte ich gesagt. Und das wichtigste Projekt ist halt die Ankerwinsch, dass die wieder funktioniert. Vorausgesetzt, die haben natürlich das perfekte Wetterfenster, um nach Korfu zu segeln. Da rechne ich oder ich plane ungefähr 2 Tage ein dafür. Ja. Weil man glaubt es kaum von der kroatisch-montenegrischen Grenze, also bei der Einfahrt da, wo du Kotor zurückfährst, sind es immerhin noch 3 Stunden zu fahren, gell, mit dem Boot. Aber es war lässig, da auf Nacht zu durchnavigieren mit Radar und Navionics. Das ist echt geil. Es schaut alles so lässig aus mit den ganzen Lichtern. Echt voll klasse. Ja, und jetzt dann gehe ich mal pennen, glaube ich, 2-3 Stunden. Ich wollte eigentlich noch ein Frühstück mich noch einmal niederlegen. Aber weißt du, wenn du irgendwo neu da bist, willst du auch nicht gleich schlafen gehen. Yes. Den Ort habe ich schon mal erkundigt, schaut echt lässig aus da alles, gell? Genau, und was ich noch sagen wollte, ich bin heute Abend zum Grillen eingeladen, weil meine Mitsegler, welche ich 2 Tage dabei gehabt habe, ja, die sind ja mit dem Campingmobil unterwegs. Die sind auch nach Kotor gefahren und die sind ganz in der Nähe da von mir auf einem Campingplatz. Und die haben mich heute Abend zum Essen eingeladen, wird sicher lässig schmecken. Ja, ahoi. Unglaublich, meine lieben Freunde. Aber ich war schon am Hafen unten, ja. Hier. Und dann bin ich draufgekommen, meine Kamera ist nicht da, also meine GoPro. Fuck, Alter, man denkt, das gibt's ja nicht. Oben vergessen. Vor lauter, ich mein ganzes Technikkram mit dabei gehabt. Vor lauter, schnell, wieder nach unten. Habe ich sie liegen lassen. Jetzt habe ich den kompletten Weg nochmal raufgehen können. Aber ein junges französisches Paar hat's gefunden und ist mir schön entgegengekommen damit, Gott sei Dank. Boah. Jetzt kriegen sie ein 20er Trinkgeld von mir. Naja, weil ist ja nicht selbstverständlich. Ich glaube, Kotor hat schon ein Luxusproblem mit Kreuzfahrtschiffen. Schaut euch das mal an, da wartet schon das nächste fette Schiff. Ist der narrisch. So, den ganzen Tag habe ich herumgeschraubt, ja, weil das hat ja wieder nicht funktioniert. Und jetzt bin ich draufgekommen, was los war. Das war ein Kontaktfehler, ne? Und jetzt geht es in beide Seiten. Geil. So, meine lieben Freunde, nach 5 Tagen Kotor habe ich wieder ausklariert. Ihr seht es, die gelbe Flagge oben. Und werde mir jetzt dann direkt auf den Weg nach Korfu machen. Ich plane so um die 2 bis 3 Tage Fahrt ein. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Und ja, mal schauen, ob ich ein bisschen an Wind draußen habe. Es soll ziemlich ruhig ansagen. Ah, ich bin schon voll aufgeregt, ich bin ja noch nie Tag und Nacht durchgefahren, ne? Also schon Nachtfahrten und Tagfahrten getrennt, aber so direkt so am offenen Meer, 2-3 Tage, das ist schon geil, also so eine richtige Überfahrt habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ja, ich freue mich schon voll, aber ich bin jetzt einmal offline die nächsten 3 Tage, also yes!
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Wie oft der Wind frischt dann ein bisschen auf, es schaut ein bisschen mauer aus. Ich habe zwar die volle Besegelung draußen, um nicht so hohe Drehzahl zu fahren zu müssen, ja. Aber eben dieser 5 Knoten Wind, das ist viel zu wenig. 5 Knoten Wind samt meinem Fortwind, naja, könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Aber das ist das letzte bisschen Land, ja. Und ich freue mich schon auf mein Abenteuer. Keine Ahnung, was mich da draußen erwartet. So high, trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Es ist eine total unspektakuläre Überfahrt. Echt. Ich habe überhaupt keinen Wind da. Jetzt motore ich die ganze Zeit schon dahin. Nicht einmal habe ich die Segeln heraus gehabt. Also ich habe sie heraus, aber das ist ja nur so, ja, performermäßig, falls doch einmal ein bisschen Wind kommt. Es ist spiegelglatter. Ja, es zieht mir ein bisschen an, weil ich habe schon gerechnet mit ein bisschen Wind, so 10, 15 Knoten teilweise, aber das ist überhaupt nichts, ne? Pfui. Ja, was soll ich tun? Es gibt gewisse Sachen, die kann man eben nicht beeinflussen, ne? Das ist Wind und Wetter. Leider Gottes. Und die Wetterberichte in der letzten Zeit, das stimmt bei uns auch nicht mehr so richtig. Es ist ungefähr 20 Uhr, es passiert nichts Spektakuläres, ich habe kaum einen Verkehr da draußen. Es ist alles Ruhe, wirklich allglatt das Ganze. Die Sonne geht gerade unter und jetzt dann ist mir schon so langweilig, dass ich nebenbei da meine Positionen in die Karte eintrage. Also wo genau, dass ich mich gerade befinde. Alle 3 Stunden werde ich das machen, habe ich gesagt. Da habe ich angefangen. Alle 3 Stunden mache ich eine Markierung. Sollte wirklich einmal das GPS ausfallen oder irgendwas. Eigentlich war es wurscht, ich brauche nur 6 Stunden noch Backbord fahren, und schon bin ich an der albanischen Küste, aber ja, so langweilig ist mir schon, mir fällt nichts ein. Kochen, putzen, essen, trinken, schlafen, ja, Fernsehen schauen, fertig. Ja, ist so. Ciao. Es ist Tag 2 meiner Überfahrt von Montenegro nach Korfu und die Frisur hält. Na Spaß, es ist ungefähr Mittag, ja. Jetzt habe ich gerade nochmal 1 Stunde gepennt, bin aufgewacht, habe mir gedacht, war so trostlos da draußen. Und was ist, eine ganze Delfinschule vorbeigeschwommen in diesem Moment. Jetzt bin ich ein bisschen hungrig, jetzt esse ich was und ich kann die Silhouette schon erkennen von der albanischen Küste, ja. Ich zeige euch das schon einmal auf der Karte, wo das ist. Und falls euch interessiert, wieso das ich so weiter draußen fahre, ja, ich habe eine 25 Jahre alte Seekarte und in meiner Seekarte, wart, vielleicht sieht man das, das hat damals noch nicht funktioniert, das Gebiet ist voll mit Minen. Keine Ahnung, ob sie die alle restlos schon entfernt haben. Falls euch interessiert, wie ich das so mache mit dem Schlafen, weil ich bin ja komplett alleinig und fahre da 2-3 Tage, ich hau mir ab und zu einmal 1 Stunde nieder oder 1,5, stelle einen Timer und natürlich meine Radaranlage, alles was diesen Kreis berührt, das ist Schiff voraus, schreit er sofort Alarm und wird mich aufwecken. Gell? Zusätzlich habe ich noch AIS, ja, und der schreit auch, falls ich mit irgendeinem Schiff kollidieren sollte. Vorausgesetzt ist natürlich, dass dieser auch einen AIS-Transponder am Boot hat. So ist es.